Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, also dem Drake-Projekt. Und ich bin jetzt gerade auf einem anderen Server, den von meinem anderen, also dem Owner und OP 19Gamers97. Der ist gerade hier online, aber hat Headset-Probleme und darum wollte er nicht mitmachen. Und ich bin gerade hier an einem Schiff bauen. Der Hinterrumpf habe ich schon zum Teil. Da habe ich noch ein paar Synchronitätsprobleme. Er hat hier diese Docks gemacht und diese Burg hat er komplett gemacht. Da habe ich noch nichts gemacht. Also werde auch nichts machen. Zum Beispiel hat es hier eine Promenade. Und hier hoch geht es in die Burg hinein. Ja. Also hier hat er überall so kleine Siedlungen gebaut. Hier hat er eine Kirche gebaut. Hier hat zum Beispiel wieder eine andere Art Häuser. Hier hat zum Beispiel rote Häuser, rot-weiße Häuser. Wir gehen mal hier in die Kirche rein, dann könnt ihr schauen, was er so drinnen gebaut hat. Und ich komme nicht rein, weil es zu schnell ist. So, ja, zum Beispiel Kronleuchter. Und hier ein Altar. Aha, ein Altar. Schön. Gehen wir wieder raus, wenn wir können. Ja, wir können. Dann gehen wir zum Beispiel, ja, da drüben kommen wir dann später in die Mühle, könnten wir mal noch gehen. So. Ja, sehr schön gemacht. Also er hat wirklich Bautalent. Aber er macht jetzt zuerst mal hier weiter, bevor er bei uns wahrscheinlich in der RPG-Welt auch noch etwas macht. Und ja. Jo, da drin hat es eine Farm. Also das ist eine Farm und hier hat es auch noch ein paar Häuser. Und hier geht es auch irgendwo noch hin, aber das ist noch nicht fertig. Also ja, hier ist Sackgasse. Jetzt schauen wir noch ein bisschen hier die Burg ringsum an. Ja, richtig, wie sagt man dem? Realistisch. Nicht alles gerade und so. Der Enderman ist der Wächter. Ja, das könnte auch Emodam sein, mein dritter Owner OP. Also wir haben jetzt alle zum Owner und OP gemacht. Weil das sind meine besten Kollegen. Und die dürfen das und denen kann man auch voll vertrauen. So, hier ist noch ein Burgtor. Schön. Also, ja, der ist wahrscheinlich irgendwo am Bauen. Ah, hier kommen wir noch nach oben. Aber hier kommen wir nicht weiter, weil die Druckplatte im Weg ist. Ja. Schauen wir dann mal wieder rein, wenn er weiter ist. Und gehen dann zu unserem Server. Da gab es auch viel Neues. Ich gehe lieber. Du hast das gebaut. Rotes Reich. So. Also. Er hat natürlich noch andere Sachen. Vielleicht kommt euch das noch bekannt vor. Dieser Spawn hier, den habe ich auch mal vorgestellt. Den gibt es immer noch. Sind leider nur Flare-Slots drin. Da machen wir auch momentan nicht so viel hier. Hier habe ich zum Beispiel meine Villa. Jo. Aber das könnt ihr in einem anderen Video sehen, in einem älteren Video. Von ungefähr einem Jahr war das. Da findet ihr sicher ein paar, also Good Old World war das noch. Okay, dann gehen wir rüber. Verbindung trennen. Und hier. Drake Server. So, und
Und hier hat er begonnen mit... Hä? Wieso bin ich kein OP? You not have a access to that command. /OP Draco Bass, was soll da eigentlich jetzt gehen? Ja, jetzt. /gmod1 Plugin defekt. Ich kann kein OP sein. Hier, das geht auch nicht. Schauen wir halt so im Survival-Mode los an. Okay. Nach der Aufnahme. Ah, nein, er kann ja. Er kann ja Reload machen. Genau. Ja, zum Beispiel, ja, hier der Eingang. Recht stimmig. Hier hat er so ein Doppelfluss, also Bach runter gemacht, Wasserfall. Dann geht es hier entlang. Und hier unten hat er richtig was Stimmungsvolles gemacht. Hier hat er so mit Lichtspiel gemacht. Das sieht richtig schön aus. Das gefällt mir wirklich schon am besten. Und hier eine Miningbahn. Da könnt ihr natürlich fahren, damit es schneller geht. Aber ich habe gerade kein Minecart. Ja. Ja, hier ist der Wasserfall wieder. Das ist alles eine natürliche Höhle. Da hat er alles, die Höhlen ausgekleidet. Und hier der Raum war alles mal, also frei, oder? Der Raum war so groß frei. Und dann hat er hier alles ein bisschen gebaut. Ein bisschen stimmig gebaut. Hier ein Lagerfeuer gemacht. Und hier zum Beispiel auch ein bisschen Lava. Richtig schön gebaut. Also wirklich super gemacht. Und ich bin natürlich immer noch nicht weit mit dem grünen Reich. /warp-rpg geht auch nicht. Schade, können wir leider nicht viel machen. Aber spawn geht doch. Geht auch nicht. Okay, da müssen wir improvisieren. Zum Beispiel so. Also. Ja, ich mache dann, wenn ich Lust habe, ein bisschen den Hafen vom Grünen Reich und wahrscheinlich dann auch den Hafen vom Blauen Reich. Das Gelbe Reich ist noch zur Verfügung, also wer Lust hat, kann da mal ein bisschen beginnen. Leider am Anfang mit dem Survival-Modus. Ich kann euch Rohstoffe geben, aber natürlich keine Diamantblöcke oder sonst irgendwas. Und wenn ihr euch bewiesen habt, euch gut verhalten habt, dann bekommt ihr auch kreativ. Aber wenn ihr ausloggt und wieder einloggt habt, ist wieder nicht mehr. Da muss ich euch dann immer wieder geben. Oder wir. Und das heißt, so, ja, ihr könnt dann Moderator werden, dann habt ihr aber immer noch nicht permanent Kreativmod. Oder, ja, könnt wechseln, aber damit Admin. Also, es wird bei uns relativ schnell gehen, aber wir wollen einfach euer Vertrauen haben. Und ich will es nochmal sagen, auf unserem Server bringt es nichts zu griefen oder irgendwie böse zu sein. Erstens kommt ihr ins Gefängnis. Und zweitens, ja, werden wir natürlich wieder Backups laden und solche Sachen. Also wir haben wirklich alle Mittel der Welt, um so etwas wieder zu fixen, also ja, ungeschehen zu machen. Und ja, ihr werdet dann natürlich wieder ausgeschlossen vom Server, wenn ihr natürlich eben gegen die Regeln verstößt. Und ja, jetzt haben wir leider momentan nur etwas zu plaudern, bis er das gefixt hat. Ich hoffe, er findet das Problem. Ah, wir schauen mal hier den Strand ein bisschen an. Ich glaube, keiner Hunger auf dieser Map.
ist gut so, da können wir rennen. Ja, leider haben wir Speed auch nicht momentan. Also, ja, momentan geht leider fast gar nichts. Also OP geht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es am Host oder an der Minecraft-Version oder sonst irgendwas. Weil manche Plugins sind einfach mit 1.75 noch nicht kompatibel. Und wir haben sie trotzdem drauf. Weil die Motor halt nicht nachkommen oder nicht nachkommen wollen. Oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen schade. Aber hier sieht es ja richtig schön aus. Ihr seht, das ist alles Mega-Biomes. Also, die großen Large-Biomes. Und damit natürlich nicht immer alles abwechselt. Damit wir richtige große Gebiete machen können mit einem Baustil. Oder mit einem Klimastil. Also gehen wir mal weiter. Hier haben wir schon wieder mehr. Das gibt's doch nicht. Was ist doch für die Kotz? Aber eben, wir haben World Edit. Wir können da ganz schnell... Also er, bei ihm geht's OP, das ist klar. Gut. Aber weiter. Geht's bei ihm wieder. Aber er wird wahrscheinlich Reload machen und es geht nicht. Ja, da muss er in die Konsole gehen, also zum Host gehen. Der Host hat keine Konsole, das ist zu unfair. Also es gibt eine Konsole, aber die ist nicht dazu da, um Befehle einzugeben. Nur zum Schauen, was passiert ist. Ja, wir haben einfach einen günstigen Host genommen. Wir hätten vielleicht schauen sollen zuerst, aber natürlich, um zu schauen, muss man natürlich zuerst zahlen, weil irgendwo preisgegeben wird das nicht. Das ist doof und schlecht von den Hostern. Und ja, damit, da ich sowieso ein bisschen in Geldnot bin und Kevin auch, haben wir einfach den Host genommen. 16 Euro für 6 GB RAM und 50 Slots ist richtig günstig. Und sonst ist der Host eigentlich recht gut, aber eben manchmal gibt es ein paar Probleme. Und wir verlieren auch keine Herzen irgendwie. Komisch. Als würden wir im Game Mode sein. Das müssen wir dann noch fixen. Wir sind alles noch Anfänger, also geht leider noch ein bisschen bei uns. Und wir finden einfach kein neues Biom. Auf den anderen Seiten gibt es immer wieder neue Biome, aber hier im Grünen Reich, ja, Wald, 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 Wald. Aber das können wir ändern. Wir machen neue Biome hinein. Also richtige Landschaftsarchitekturen. Und so weiter. Das werden wir alles noch ändern, damit es nicht langweilig wird. Und je mehr mitmachen, desto schneller geht es natürlich vorwärts und desto cooler wird es dann. Also wenn ihr Lust habt, mal so richtig Dinge, also ihr müsst keine Skills haben. Das könnt ihr alles lernen. Von uns am besten oder von irgendwo anders. Und dann habt ihr auch sehr viel Spaß daran. Und könnt, ja, könnt uns mithelfen. Und ihr müsst wirklich nicht schön bauen. Es reicht, wenn ihr einfach abwechslungsreich baut oder ja später mal es wiederholt oder so. Jo. Also wirklich, wir schauen nicht auf die Schönheit. Wir loben euch, wenn ihr schön baut, klar. Aber wir hassen euch nicht, wenn ihr scheiße baut. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das machen. Und ich hoffe, es ist langsam gefixt. Aber wir werden doch noch kurz ein paar Sachen anschauen hier. Ich hoffe, hier irgendwo ist noch irgendwas. Wir gehen ein bisschen Richtung Süden. Und dieses diese Map hier ist nicht irgendwie im realen Ding, also ihr könnt, was ihr wollt, irgendwo hinbauen. Einfach, es muss zu den Reichen passen,
Es muss zum Beispiel im grünen Reich ein bisschen grün sein und im roten Reich ein bisschen rot sein, also rote Wolle, nette Steine oder sonst irgendwas, wie ihr gesehen habt, sollte schon ein bisschen vertreten sein. Und wir haben immer nur Ozeane. Das ist schade, also hier müssen wir viel Wälderdiet betreiben. Aber hier haben wir zum Beispiel ein anderes Biom, eine Insel mit zwei Bergen. Die ist so pervers, tralala. Also, ja. Vielleicht geht mit WorldEdit auch richtige Landschaften, also Biome hin zu ändern und so, und wir haben ein Leck, sorry dafür. Ja, da müssen wir alles noch schauen. Und es wäre cool, wenn jemand sich auskennt mit diesen Sachen und uns ein bisschen helfen könnte. Aber eben, wir können das sonst auch alleine mit längere Zeit, also um Zeit zu sparen, ist es natürlich super, wenn uns jemand helfen könnte. Aber es ist ein unendliches Projekt, ihr müsst nicht sporten, ihr müsst nicht vorwärts machen, ihr müsst nicht immer wieder da sein. Also, wenn ihr mal einen Monat, zwei Monate weg seid, es frisst euch niemand auf oder so, wenn ihr dann wieder zurückkommt. Es ist wirklich alles Freiheit und ja, habt Spaß an diesem Projekt. Wenn ihr nicht Spaß habt, könnt ihr immer noch zuschauen. Und wenn ihr auch kein Zuschauen Spaß habt, dann könnt ihr ja irgendwas anderes machen. Aber ja, auf dieser Map ist es einfach so, dass es natürlich Kriege geben wird. Aber wir machen es so. Jedes Reich, das in den Krieg geht, muss einen Helm tragen aus Leder in seinen Reichsfarben. Und falls er das nicht macht oder so, ist er einfach ein Söldner oder so und darf von eigenem Reich auch angegriffen werden. Also wenn ihr zum Beispiel im grünen Reich seid und ihr jemand seht, der keinen Helm trägt, dann dürft ihr ihn natürlich auch angreifen, weil ja, es ist halt eine raue Welt und da muss jeder auf sich aufpassen und das Richtige tun, um zu überleben. Es ist wirklich... Wir machen keine Welt, wo alle in Ruhe, in Frieden oder so leben können, sondern wir machen eine Welt, die halt immer im Clinch ist. Jedes Reich ist eigentlich ja, mit fast jedem im Krieg. Also es gibt Verbündete. Am Anfang ist zum Beispiel das grüne und blaue Reich zusammen. Aber das könnte sich auch bald ändern. Wir machen ein richtiges Diplomatie-System, wo der König... Der wird nämlich jeden, zum Beispiel jeden Monat oder jede Woche gewählt, also neu gewählt. Und der kann dann bestimmen, mit wem man im Krieg ist, also natürlich mit der Absprache mit den anderen Leuten, vor allem denen, die im Rat sind. Und ja, was sie machen, wie sie sich ausbauen und sonst irgendwas. Und ja, und natürlich Leute anwerben oder solche Sachen, also... aber richtige Werbung werden wir nicht machen. Wir werden manchmal in den Chat schreiben, ja, das Grüne Reich sucht unbedingt neue Streiter, ihr habt sehr gute Chancen aufzusteigen und so. Und solche Sachen, aber richtige Werbung werden wir natürlich nicht. Also das Server bleibt 100% werbefrei. Und das wollen wir auch so lassen. Außer natürlich, wenn manchmal ein Schild steht, wie zum Beispiel, ich bin Let's Player, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, das dürft ihr machen, das dürfen auch wir machen, von den OPs und so. Aber bitte nicht übertreiben, also wir werden Schilder löschen, die übertrieben irgendwas ist, oder negativ auffallen. Und ja, wir wollen einfach ein, also unter den News sind keine Streitigkeiten, nur im Spiel, also PvP und so. Und hier hat jemand etwas gebaut. Ah, das ist... Wir sind wieder zurück. Lol. Dachte schon, hier hat jemand gebaut, aber... Ja. Haben wir jetzt wieder Game Mode? Nein. Schade, er kriegt es nicht hin. Ja, dann machen wir das nächste Mal wieder weiter, wenn wir Game Mode haben und drüber können. Und dann eventuell mit PvP.
Und wenn ihr Lust habt, mit mir PvP zu machen, dann dürft ihr das gerne hier auf dem Server zu tun. Auf den anderen Server habe ich leider nicht so viel Zeit, aber könnt ihr auch mal. Zum Beispiel auf Hive oder wie der heißt das andere? Der gute Server, der amerikanische Block MC oder so. Ja, geht's nicht. Ja, ich komme da nicht drüber. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Und ja, habt noch Spaß mit den anderen Videos oder mit den anderen YouTuber oder mit etwas anderes als YouTube. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal auch wieder, wenn es heißt Drake Project. Nächster Part. Aha. Okay. Aufnahme beendet. Sag noch bei, please. So. Mal schauen, was er sagt. Er sagt nicht bei. Doch, er sagt, okay, bei YouTube.